Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Van-Ausbau-Tutorial-Serie für den Fiat Ducato. Und heute ist eine ganz besondere Episode, denn wie ihr seht, ich bin gar nicht im Fiat Ducato unterwegs, sondern aktuell auf dem Weg in den Süden nach Nürnberg und zwar zur RMBA Folienkonzepte. Die folieren nämlich gerade meinen Van und genauer gesagt sind sie jetzt in dem Moment schon fertig. Und ich bin saugespannt. Es wird eine Vollfolierung im Digitaldruck und ein richtig wildes Design. Echter Hingucker. Ich bin so gespannt, wie das jetzt fertig aussieht. Letzte Woche war ich aber schon mal bei denen und die Jungs und Mädels haben mir so ein bisschen gezeigt, was es eigentlich alles braucht, bis so ein Van vollständig foliert ist, worauf es zu achten geht. Und die Tipps möchte ich euch natürlich weitergeben. Das heißt, wir sprechen mit denen so ein kleines bisschen darüber, was für verschiedene Folien gibt es eigentlich, wie ist die Haltbarkeit von diesen Folien, was muss ich beachten, wenn ich das Ganze machen möchte. Und am Ende natürlich darüber, ja klar, wie viel hat das Ganze gekostet, ja, und woher habe ich eigentlich mein Design? Da sprechen wir am Ende drüber. RMBA Folienkonzepte, richtig cool, die Jungs haben mich echt überzeugt dort und mit denen sprechen wir jetzt mal. Auf geht's! Bei mir ist jetzt der Wirt. Der Wirt ist mit dafür verantwortlich, dass mein Fahrzeug jetzt zu einem Special Snowflake wird. Und die Frage ist jetzt natürlich erstmal, wer ist Wirt? Was ist das hier für eine Firma? Wo bin ich eigentlich? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über euch. Hi, ich bin Wirt, ich bin Folierer hier in der DWS-Gruppe in Nürnberg und wir folieren solche Fahrzeuge, wie sie hier stehen. Wir machen aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Nürnberger Messe, da machen wir auch sehr viel und alles, was Werbetechnik angeht. Also wir folieren Autos, wir folieren Fenster, wir machen alles, was Folie, alles rund um Folie. Genau, und jetzt gibt es ja viele verschiedene Folien. Bei mir wird es jetzt am Ende ein Digitaldruck und eine Vollfolierung. Aber es ist natürlich auch interessant zu wissen, was für verschiedene Arten von Folien gibt es denn? Was sind da die Vor- und Nachteile? Ja, da gibt es die Vollfolierung, wie wir sie hier bei dir haben. Es gibt auch Teilfolierung, da wird eben nur ein kleines Stück vom Fahrzeug beklebt. Und da gibt es auch verschiedene Folien, die dafür verwendet werden. Digitaldruck hier angesprochen, da wird auf eine Folie gedruckt und die wird nochmal mit einem Laminat versehen, um den Druck zu schützen. Dann aufs Fahrzeug geklebt und dann gibt es eben diese ganz normale Farbfolierung, wie man sie öfters auf den Straßen sieht, einfach um das, die Farbe des Fahrzeuges für eine kurze Zeit zu ändern. Und dann gibt es für hochwertige Fahrzeuge noch Lackschutzfolie, die ist durchsichtig und schützt einfach nur den Lack, um das alles zu konservieren. Und Scheibentönung bieten wir auch noch an hier im Haus. Da werden die Scheiben einfach verdunkelt, damit man ein bisschen mehr Privatsphäre hat, damit Leute nicht sehen, was man vielleicht im Auto rumliegen hat. Und auch teilweise ein bisschen wegen der Wärmerückstrahlung, damit es nicht so heiß wird im Auto. Vielleicht auch interessant für ein paar Campingbegeisterte, ne? Was viele natürlich auch interessiert, kann ich denn eigentlich grundsätzlich jedes Fahrzeug folieren oder gibt es da irgendwelche Kriterien, die da wichtig sind? Grundsätzlich schon. Wenn die Fahrzeuge lackiert sind, dann ist es kein Thema. Jetzt Kunststoff zu bekleben, funktioniert nicht bei allen Kunststoffarten. Jetzt zum Beispiel bei dem Kunststoff hier, das könnte man nicht bekleben. Aber wenn das jetzt beschichtet werden würde, mit Grundierung oder direkt komplett lackiert werden würde, dann könnte man es schon bekleben. Aber genau, das sind so Kriterien, die da beachtet werden müssen. Also wie gesagt, lackiert möglich, bei Kunststoff eher nicht. Was muss ich denn beachten, wenn ich das Fahrzeug dann zu euch bringe? Muss ich irgendwas vorbereiten oder kümmert ihr euch um alles? Ja, an sich schon, aber es wäre ganz gut, wenn die Fahrzeuge, die zu uns kommen, schon mal gereinigt wurden, einfach in die Waschanlage gebracht wurden, damit das Fahrzeug nicht ganz so dreckig ist. Klar müssen wir als Folierer nochmal in die Ecken und Kanten gehen und da nochmal sauber machen, damit die Folie dort richtig hält. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut und auch ein guter Schritt für uns, wenn der Kunde sagt, hey, wir kommen euch ein bisschen entgegen und das Auto ist ein bisschen geputzt, genau. Jetzt hast du mir schon im Vorfeld erzählt, das ist auch immer so eine Geschichte mit den Griffen und Fenstern oder so, dass es alles so Punkte sind, wo man als Folierer dann auch ran muss. Heißt folieren am besten vor dem Umbau, bevor alles drin fest ist oder danach, wie ist da bei euch die Regelung? Im Vornherein das Fahrzeug zu folieren, bevor man es umbaut, wäre natürlich ganz gut, weil dann kann man wirklich alles abnehmen. Aber in bestimmten Fällen würde ich es einfach mit dem Folierer absprechen, was wann abgenommen werden muss. Und dann kann man sich auch abstimmen. So wie zum Beispiel bei mir. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, dass ich quasi, oder was heißt den Fehler, aber ich habe innen drin schon komplett das Armaflex rangebracht, die Isolierung. Das habt ihr ja in den anderen Videos gesehen. Und jetzt kommen wir hier, können wir den Griff nicht mehr ausbauen, sodass er dann am Ende so ein bisschen ausgespart ist. Aber ihr habt gesagt, das kriegt ihr auch hin. Das kriegen wir hin. Wie gesagt, das wäre bloß etwas leichter für uns.
Und sage ich mal, im Idealfall, wenn es ausgebaut ist, geht es auch einen Ticken schneller. Aber das kriegen wir hin. Super, ich habe mir jetzt was ausgesucht. Nehmen wir mal an, das Fahrzeug ist dann fertig. Wie lange hält denn so eine Folierung? Und was kann ich tun, um vielleicht die Lebensdauer der Folierung noch weiter zu erhöhen? Also Folie auf jeden Fall pflegen, so gut es geht. Ne? Wie beim Fahrzeug eben auch. Waschen, damit sich der Dreck und der Staub, der sich auf der Folie befindet, sich nicht durch die Sonne einbrennt. Das wäre ganz gut. Ansonsten hält die Folie je nach Hersteller, ne, das wird immer vom Hersteller angegeben oder beziehungsweise in dem Fall vom Laminat, das hier drüber gezogen ist, hält es halt 3 bis 10 Jahre. Also ist immer sehr unterschiedlich von den Herstellern her und genau. Darf ich damit denn durch die normale Waschanlage fahren? Das ist kein Problem. Also wenn du damit durch die Waschanlage fährst, ist das gar kein Thema vorne im Frontbereich, wenn manche Waschanlagen bieten es ja an, dass man so einen Insektenreiniger drauf macht, der das alles vorweicht. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil es sehr aggressiv ist und das vielleicht die Folie angreift. Aber im Normalfall ist Waschanlage mit dem Fahrzeug gar kein Problem. Wenn man es per Hand wäscht und mit der Waschlanze herangeht, dann würde ich immer bei den Ecken und Kanten ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu nah mit dem Hochdruckreiniger rangeht, weil es dann sein kann, dass durch den Druck einfach die Ecken und Kanten sich ein bisschen lösen. Das wollen wir ja auch nicht. Deswegen da mal genügend Abstand von ungefähr 1 Meter halten. Aber ansonsten ist die da relativ pflegeleicht, die Folien. Jetzt liest man ja auch immer mal so ein bisschen was darüber, dass die Folien ausbleichen nach und nach. Mhm. Ist das dann auch in diesem Lebenszeitraum 4 bis 10 Jahren irgendwann, wo das passiert? Und wie sieht das dann auch, wenn ich mal ein Stück ersetzen will? Zum Beispiel, ich habe einen Unfall oder einen Kratzer irgendwo reingemacht. Wie geht man da vor? Also in dem Fall ist hier ein Laminat drüber. Das hat einen UV-Blocker drin, einen UV-Schutz. Da bleicht es jetzt nicht so stark aus. Klar gibt es dann einen Unterschied, wenn du den Wagen hier direkt foliert hast, im Gegensatz zu in 7 Jahren. Klar gibt es einen Farbunterschied, aber sollte im Normalfall kein Thema sein. Auch das Nachfolieren, das ist kein Thema, weil man die Farben ja ein bisschen anpassen kann. Die Kollegen hinten in der Druckerei, die können die Farben so anpassen, dass die Nuancen dann wieder passen. Und von daher ist es gar kein Thema. Super, dann kommen wir jetzt noch zu einer ganz entscheidenden Frage, die viele natürlich von euch interessiert. Was kostet es denn? Was kostet es denn? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Es ist von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Also eine normale Farbfolierung beginnt ungefähr so bei 1.700 € netto bei uns. Und nach oben gesehen gibt es eigentlich keine Grenzen. So eine Digitaldruckgeschichte hier ist natürlich ein Ticken teurer, weil neben der normalen Folie, die hier drauf ist, muss das Design noch angepasst werden. Muss der Druck hier noch drauf gedruckt werden auf die Folie und dazu dann auch noch ein Laminat draufgezogen werden. Deswegen sind die schon mal die Grundkosten höher und deswegen ist so eine Geschichte ein Ticken teurer, aber solche normalen Folierungen fangen bei 1,7 netto an und sind je nachdem, wie das Fahrzeug ausgestattet sind, wie die Formen sind etc., muss man da einfach vor Ort schauen und bei den Folierern bzw. bei uns anfragen und wir können das dann mit euch festlegen. Genau. Genau, das heißt, je nach Folie, je nach Größe des Fahrzeuges und wahrscheinlich auch natürlich, wie lange ihr dann am Fahrzeug arbeiten müsst, wie viel ihr abschrauben müsst, dementsprechend berechnet sich der Preis. Genau, so sieht es aus. Genau, ich zeige euch am Ende des Videos auch ganz exakt, wie viel ich jetzt hierfür bezahlt habe. Dann schlüsseln wir das einmal genau auf, damit ihr sich ungefähr vorstellen könnt, wie viel das jetzt für so einen kompletten Campervan ungefähr sein würde. Genau, richtig. Dann sage ich schon mal vielen Dank, Wirt. Wir quatschen dann später noch mal ein bisschen. Ich zeige euch noch mal ein bisschen die Details, die Arbeitsschritte, die der Wirt noch zu machen hat. Teilweise hat er es schon gemacht. Hier sieht man, die Folie ist schon mal vorangepasst, sodass man sich die Übergänge genau verbildlichen kann. Da gibt es viele Schritte, die gemacht werden müssen. Deswegen, das ist alles nicht in einem Tag gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen länger als 1 Woche hier ausgemacht, was die ganze Folierung an Zeit frisst, also ja, nicht heute abgeben, morgen abholen, so funktioniert es nicht, es dauert schon ein bisschen und ein paar von den Arbeitsschritten zeige ich dann jetzt und der Wirt muss jetzt auch weiterarbeiten, aber erstmal vielen lieben Dank. Gerne. Weiter geht's, ran ans Fahrzeug, husch! In der Zwischenzeit gehen wir die Arbeitsschritte nochmal Schritt für Schritt durch. Zuerst
wird das Design ans Fahrzeug angepasst, an das genaue Modell. Das Fahrzeug wurde auch vor Ort nochmal vermessen und vor allen Dingen bis ins kleinste Detail gereinigt, damit keine Rückstände unter der Folie bleiben. Dann werden die Druckdateien an den Drucker gesendet und der ist dann dafür verantwortlich, dass unser Design möglichst farbecht auf die Folie kommt. Und da sind mehrere Schritte mit einbegriffen. Das ist einmal das Drucken auf die Folie und dann das Laminieren, also diese Schutzschicht, die dann entsprechend noch drauf kommt. Und das Laminat hat auch noch einen zweiten Effekt, nicht nur das Schützen, sondern auch es bestimmt darüber, ob das Ganze am Ende glänzend oder matt erscheint. Für die Teilfolierungen, wo man noch ein bisschen was vom Lack, vom Fahrzeuglack noch mit sieht, wird eigentlich immer glänzend empfohlen, weil das ganze Fahrzeug einfach glänzend wirkt und es sähe komisch aus, wenn man dann matte Stellen hat. Das heißt, wenn man gerne mit matten Farben das Ganze machen möchte, die Folierung, dann sollte man voll folieren und wirklich die ganze Fläche matt machen. Bei so einem Digitaldruck wie bei mir kommt in der Regel das komplette Design einfach auf eine Folie und wird da drauf gedruckt. Für kompliziertere Angelegenheiten wie spezielle Muster, Logos oder wie hier mein Schriftzug kann man aber auch mit einem computergestützten Schnittroboter sehr filigrane Detailarbeiten durchführen und sich ausschneiden lassen. Tada! Nice. So, fertig foliert, also ich bin weg. Zum Glück war Viet noch nicht weg, sondern er hat mir jede Menge Fragen beantwortet rund um das Thema Folierung und ein paar Weisheiten, die er mir mitgegeben hat und Fragen, die ich auch hatte, teile ich mit euch jetzt. Genau, was wird da jetzt genau gemacht? Die Folie, die besteht in dem Fall aus zwei Teilen. Einmal das obere Stück und einmal das untere Stück. Es gibt bestimmte Folien bzw. Hersteller, die bieten nur eine maximale Breite von der Folie an und die ist in dem Fall 1,52 breit. Und da das Fahrzeug ein Ticken höher ist als 1,52, muss man das Ganze leider teilen. Und da wird es jetzt angepasst, wie gesagt, auf zwei Folienstücke aufgeteilt. Ja, und da geht man dann wahrscheinlich an so eine natürliche Kante vom Fahrzeug einfach ran, wo die sich dann treffen oder überlappen die Folien? Die überlappen. Also man könnte natürlich auch einen Stoß auf Stoß entweder einen Schnitt machen oder die Folie ansetzen. Aber das würde ich nicht immer empfehlen, weil die Folie, die hat natürlich auch einen natürlichen Schrumpf. Das ist jetzt nicht bei allen Folien so. Bei manchen ist es ein bisschen stärker, bei manchen ein bisschen weniger stark. Und wenn die nämlich schrumpfen, dann geht die Folie nämlich, schrumpft nämlich auseinander. Mhm. Und dann hast du natürlich, vor allem weil es jetzt hier ein weißes Fahrzeug ist, natürlich einen weißen Blitzer, einen weißen Streifen. Und das ist dann natürlich nicht so schön. Und deswegen wird es in dem Fall überlappt, ganz leicht. Den siehst du aber in dem Fall nicht, beziehungsweise bei deinem Fahrzeug hier jetzt im unteren Bereich nicht, weil das wird ja durch die Leiste, diese Kunststoffleiste hier, wird es ja eh schon, sag ich mal, das Motiv getrennt und da hast du dann eigentlich keine Probleme. Yeah. Bloß im oberen Bereich versuchen wir das wirklich dann auch so zu setzen, dass es nicht ganz mittendrin ist. Aber manchmal ist es halt nicht zu vermeiden. Da ist von jedem Fahrzeug dann unterschiedlich, wie wir das machen. Es gibt verschiedene Arten von Folien. Hier zum Beispiel sieht man, dass es eine Luftkanalfolie ist mit dieser Struktur drinnen. Und da entweicht dann am Ende die Luft. Und jetzt, wenn ich dir mal eine andere Folie zeige, das ist nämlich keine Luftkanalfolie. Das sieht man an der Klebestruktur, die ist einfach komplett glatt. Da ist nichts. Und da entweicht die Luft natürlich dann nicht. Mhm. Wenn die da gefangen ist, dann ist bei der Folie schwierig, das dann wieder rauszubekommen. Das heißt, dann hat man dann diese Lufteinschlüsse. Genau, aber ich kann jetzt zu Lufteinschlüssen. Genau, kommen. Und da muss man entweder anders arbeiten oder eben mit einer Montageflüssigkeit, damit, so wie beim Lackschutzverkleben, da arbeitet man ja auch mit einer Flüssigkeit, die man am Ende rausdrückt und dann bekommt man eben keine Blasen rein. Genau. Fange ich jetzt einfach mal an. So, dann kann man das einmal schön abziehen. Und du kannst einfach, in dem Fall habe ich einfach mal meine Hand drüber gezogen, ne, weil Luftkanalfolie. Mhm. Und das hier zum Beispiel, das, was hier drin ist, diese Luft, die kannst du dann einfach so rausdrücken. Also wie es dann
schau, hier ist so viel Luft, und dann ist sie einfach draußen. Das ist ja das Coole an der Luftkanalfolie, auch bei den ganzen Vollfolierungen etc. Es ist einfach ein bisschen so ein kleiner Vorteil im Gegensatz zu früher, dass man halt sowas jetzt hat. Früher haben die mit solchen Folien gearbeitet, da war es ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass es nicht mehr anspruchsvoll ist, aber es ist jetzt deutlich erleichtert. Du brauchst, dass es klebt, dann klebt es, aber du kannst es trotzdem halt wieder entspannt hochnehmen. Und es ist so ein guter Hybrid, finde ich, bei der Folie, dass die beides gut kann. Ja. So. Und so. Haben wir das einmal. So. Solche Falten, wie sie hier so sind, ne? Nimmst du einfach raus. Das ein bisschen abkühlen und das war's dann auch schon. Beim Abrüsten, jetzt zum Beispiel hier ein gutes Beispiel. Ich hole mal kurz den Griff raus. So, der Griff hier, der ist im Normalfall so rum drinnen. Ne? Ich halte es jetzt einfach mal dran, aber ja. Man sieht hier oben schon, es ist relativ bündig hier die ganze Nummer. Also manche Gummis, die sind so, dass sie, sage ich mal, etwas leichter sind, die Folie da reinzuarbeiten, aber hier schließt es ja perfekt ab. Und es ist schon relativ fest am Bauteil angelehnt gewesen. Und deswegen ist es da auf jeden Fall nötig gewesen, hier den Griff abzunehmen, um da sauber dahinter zu kommen. Die Folie versteckt sich dann sozusagen hinter dem Griff und dann sieht das alles top aus. Und dann habe ich die Jungs und Mädels auch ihre Arbeit machen lassen und die haben die nächsten Tage den Van foliert. Das gibt mir die Möglichkeit, nochmal dieses Thema anzusprechen mit dem Ausbauen von Griffen etc. pp. Natürlich ist es für den Folierer einfacher, wenn das Fahrzeug von innen komplett roh ist, von außen komplett roh ist. Aber es gibt ein, zwei Sachen zu beachten. Zum einen ist es natürlich die Terminfindung. Man muss natürlich den Termin erstmal dafür finden. Und gerade bei den Fenstern ist das natürlich auch so eine Sache. Da ist es eigentlich besser, die Fenster zuerst einzubauen. Einfach aus dem Grund, weil wenn ihr das Fahrzeug erst foliert und dann die Fenster einbaut, ihr ja beim Fenstereinbau, wenn ihr irgendwas verkleben oder abdichten wollt, auf der Folie abdichten müsstet. Und dafür ist sie natürlich nicht ausgelegt. Die hält natürlich auch nichts. Aus diesem Grund müsste man die Folie dann an der Stelle wieder wegschneiden und das kann natürlich für jemanden, der da vielleicht nicht so erfahren ist, eine schwierige Geschichte sein. Deswegen würde ich die Fenster auf jeden Fall vorher machen und im Optimalfall dann, wenn der Kasten von innen noch komplett leer ist, zum Folierer geben. Man muss aber auch sagen, die Jungs und Mädels haben das so gut gemacht. Also ich habe nirgendwo einen Übergang gesehen oder einen weißen Blitzer, wie er vorhin angesprochen war. Das hat aus meiner Sicht alles super gepasst. Und dann ist es an der Stelle jetzt Zeit, den Van mal in seiner ganzen Pracht zu zeigen. We'll be right back.
Und damit steht der Van jetzt in seiner vollen Pracht, voll foliert auf dem Hof. Ich bin richtig happy, wie es geworden ist. Und dann sprechen wir jetzt nochmal über die Kosten, über das Design und noch ein kleines Gimmick, was ich euch zeigen möchte. Punkt Nummer 1, wie viel hat denn jetzt die ganze Vollfolierung gekostet? Ihr habt gesehen, oben auf dem Dach habe ich eine Stelle ausgespart, das ist also nicht komplett rundherum auf dem Dach foliert. Das aus dem Grund, weil dort oben sowieso die Solarpaneele später hinkommen und man da einfach nichts sehen würde ohnehin von der Folierung. Deswegen habe ich mir das Stück gespart. Aber ansonsten vorne, hinten, Motorhaube, hier bis ganz runter. Das sieht richtig, richtig rund aus. Ist ein richtig geiles Design geworden. Das Ganze hat gekostet ein bisschen unter 4.000 Euro. Genauen Preis blende ich euch hier unten jetzt noch mit ein. Transparenzhalber sei gesagt, dass ich auf den Nettopreis noch 50% Rabatt bekommen habe, weil ich das mit RMBR-Folienkonzept da jetzt so ein bisschen zusammen gemacht habe. Und ich muss sagen, ich bin mega happy, wie das die Jungs und Mädels gemacht haben. So stelle ich mir das vor, wenn ich mit einem Folierer zusammenarbeite und einen Van folieren möchte. Punkt 2, das Design. Ja, wie bin ich jetzt hier eigentlich auf die Idee gekommen, das so zu machen? Habe ich das selber gemacht? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich hatte eine Idee und die wollte ich gerne umgesetzt haben, aber selber bin ich jetzt nicht der größte Designer und wollte auch, dass es richtig, richtig gut aussieht. Also habe ich mir Hilfe gesucht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt oftmals zu eurem Folierer gehen. Die Firmen haben meistens noch Designer mit an die Hand, die können euch was machen. Dieser ganze Prozess geht aber natürlich ein bisschen hin und her. Gerade wenn das Design noch nicht so konkret ist, kann das sehr, sehr lange dauern, bis man dann sein Design gefunden hat, mit dem man dann auch wirklich vollumfänglich zufrieden ist. So, und das kostet natürlich auch jede Menge Geld, weil es natürlich auch Zeit ist und es ist auch eine richtige und gute Arbeit. Ich habe mich dann am Ende für eine Online-Plattform noch entschieden. Die heißt Fiverr. Dort kann man mit Designern auf der ganzen Welt quasi ausmachen, okay, was für eine Idee habe ich? Habt ihr Bock, die umzusetzen? Und dann ist das ein bisschen günstiger, als wenn man das zum Beispiel in Deutschland bei einem deutschen Designer machen würde, weil es, ja, ist, also der Preisunterschied ist schon sehr, sehr groß. Für das Design, so wie es jetzt hier ist, habe ich 85 Euro bezahlt. Bei Fiverr, der Künstler oder Designer, den verlinke ich euch auch unten, genauso wie den Link zu dieser Seite, muss man nicht machen. Ja, man kann natürlich auch einen befreundeten Designer wählen, man kann es theoretisch auch selber machen, da braucht man dann das Modell von dem Fahrzeug und muss das dann mit Adobe Illustrator zum Beispiel auf dieses Modell legen und der Folierer passt das dann explizit auf das genaue Fahrzeug an. Das wird ja vorher nochmal vermessen, bevor das Ganze mit der Folierung beginnt. Also das ist ein sehr, sehr weiter und großer Prozess. Und ja, den kleinen Tipp mit Fiverr will ich euch einfach mitgeben, dass das eine günstige Möglichkeit ist, um an ein cooles, individuelles Design zu kommen. Und wenn es einem nicht gefällt, dann muss man es ja auch nicht nehmen. So, ne? Keine Frage. Punkt Nummer 3 ist noch ein kleines Gimmick, was ich euch zeigen möchte. Und zwar, euch ist ja schon hier mein Logo wahrscheinlich aufgefallen, was da mit dran ist, oder der Schriftzug zumindest. Und das Witzige ist, das ist eine Magnetfolie, die kann man einfach abnehmen. Wenn einem irgendwie danach ist, dass man gerne undercover, naja gut, mit dem Fahrzeug undercover, sind wir ehrlich, das wird sowieso nichts, aber falls man das irgendwann mal verkaufen möchte oder man möchte das irgendwo anders hinpacken, dann kann man diese Magnetfolie einfach nehmen und woanders hinpacken und die fliegt auch bei 130, 140 km/h auf der Autobahn bei Regen nicht ab, haben wir schon ausprobiert. Das finde ich irgendwie eine mega lustige Idee, bitte lasst mir die dran, klaut mir die nicht, auch wenn man die abnehmen kann, ich finde die eigentlich ganz cool und würde die gerne länger behalten. Ja, und mit diesem kleinen Gimmick und diesem ganzen rundherum zum Thema Folierung sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es waren wieder viele Tipps für euch dabei. Vielleicht habt ihr jetzt Bock, selber euren Van folieren zu lassen oder selber das Abenteuer Folierung anzugehen. Dann viel Spaß dabei. Im nächsten Video geht es um die Dachhaube. Der Max-Fan wird eingebaut. Und genau, und dann gehen wir so langsam an den Innenraum. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Geht raus, bleibt sauber, wascht euch die Hände und auf. Keep exploring.